Gentlemen, heute wird euer Online-Bro zu eurem Online-Wingman. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, heute bin ich euer Online-Wingman. Heute gibt es von mir 5 Moves fürs erste Date, die dein Gegenüber dazu bringen, einfach ein Stück weit mehr von dir zu wollen. Wenn du beim Dating erfolgreich sein willst, dann musst du die erste Regel auf jeden Fall auf die Kette bekommen, die da lautet, don't impress, express. Heißt, versuch dein Date nicht mit irgendwelchen Dingen zu beeindrucken, sondern zeig einfach, wer du bist und sei du selbst. Denn viele Männer versuchen immer beim Date mit irgendwelchen Dingen zu beeindrucken und umso weniger darauf der Fokus liegt, umso besser. Zeig dem Gegenüber einfach, wer du bist, ja, und geh ins Date rein und sag dir selbst, hey, heute habe ich Spaß bei dem Date, ich bin so, wie ich bin und wenn es Klick macht, macht's Klick, wenn nicht, auch kein Problem. Ich weiß, das ist für viele Männer nicht ganz so einfach, weil wir Männer oftmals ego-getrieben sind und zeigen wollen, was wir haben, aber Leute, mit dieser Strategie fährt man tatsächlich langfristig besser. Und bevor es jetzt weitergeht mit Move Nummer 2, was ist natürlich mega wichtig beim ersten Date? Klar, dass ihr eure Haut on point habt. Denn die Haut ist das Erste, was man sieht, wenn man euch entgegentritt und keiner hat Bock auf unreine Haut oder Pickel beim ersten Date. Und diesbezüglich habe ich gute Nachrichten für euch, denn unsere neuen Hautpflegeprodukte sind jetzt erhältlich. Und in diesem Zusammenhang ist unser Daily Facial Cleanser wohl das wichtigste Produkt für uns Männer, weil ich weiß, dass viele Männer da draußen ihr Gesicht tatsächlich immer noch nur mit Wasser reinigen. Unser Daily Facial Cleanser ist angereichert mit Vitamin C, Hyaluronsäure, Tigergras, Aloe und Extrakte wie grüner Tee oder Kamillenblüten, wodurch die Haut nicht nur optimal gereinigt wird, sondern gleichzeitig auch geschützt wird, ohne sie dabei auszutrocknen. Und in Kombination mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste bekommst du so deine Haut wirklich porentief gereinigt und du sagst mit Essern und unreiner Haut den Kampf an. Und neben dem Daily Facial Cleanser wird unsere Hautpflege abgerundet mit einem passenden Augengel und einer Retinolcreme, sodass ihr wirklich das Maximale aus eurer Haut herausholen könnt für euer erstes Date. Und diesbezüglich habe ich noch eine gute Nachricht für euch. Wenn ihr dann euer Date von euch überzeugen könnt, dann könnt ihr auch die Hautpflegeprodukte mit eurer möglichen besseren Hälfte teilen, denn die Produkte sind alle unisex. Der zweite Move baut auf Move Nummer 1 auf und zwar lade dein Date in deine Welt ein. Zeige nicht nur, wer du bist, sondern zeig deinem Date, deinem Gegenüber auch, was du machst. Wie sieht dein Leben aus? Manche Männer machen an dieser Stelle auch den Fehler, dass sie dem Date irgendwas vorspielen, von dem sie denken, dass der Gegenüber oder die Gegenüber das irgendwie cool finden wird. Falsch, mach das auf gar keinen Fall. Wenn du gerne Bücher liest, dann liest du halt gerne Bücher. Wenn du gerne Motorrad fährst, dann fährst du halt gerne Motorrad. Und wenn du halt gerne angeln gehst, dann gehst du halt gerne angeln. Und wenn du meine Tipps befolgst, dann wirst du Profi im Frauenangeln. Nein Leute, Spaß beiseite, aber ihr wisst, was ich meine. So merkt dein Gegenüber natürlich direkt, dass du ein Mann bist, der Prioritäten hat. Und wenn du ein Mann mit Prioritäten bist und seine Prioritäten auch nicht für irgendwen einfach mal so schnell umschmeißt, ja, das ist auch tatsächlich nicht unsexy. Drittens, date dort, wo du Leute kennst. Date an Location, wo du dich auskennst. Das bringt direkt 2 Vorteile mit sich. Punkt Nummer 1, du fühlst dich einfach direkt wohler, weil du dich einfach auskennst. Du kennst die Umgebung, du kennst die Bar, du kennst das Restaurant, du weißt, wo du bist. Heißt, das macht dich ein Stück weit selbstvertrauter und selbstbewusster und das strahlt zum Ende des Tages auch aus. Und Punkt Nummer 2, wenn du dann auch noch irgendwie Leute kennst oder dir Leute über den Weg laufen und du mit Leuten noch sprichst, ja, dann weiß dein Gegenüber direkt, hey krass, der Typ ist ein Social Guy und das macht dich dann dementsprechend auch wieder ein Stück weit attraktiver. Heißt, such dir am besten 2 bis 4 Bars oder Restaurants aus, rotiere bei diesen Restaurants und irgendwann kennst du auch den Kellner oder den Barkeeper und dann kriegst du auch den besten Tisch. Viertens, versuche deine Dates kurz zu halten. Wenn du dich beim ersten Date auf 1-2 Drinks triffst, heißt 1-2 Stunden, dann reicht das vollkommen aus. Wenn die Chemie passt, dann kann das möglicherweise auch ein bisschen länger gehen, aber trotzdem halt deine Dates kurz. Warum? Wenn du zum Beispiel eine Serie schaust, vorausgesetzt sie ist gut, ja, dann möchtest du natürlich auch dann direkt die zweite Folge von der Serie sehen, ja, diesen sogenannten Cliffhanger-Effekt und den kannst du natürlich auch bei deinen Dates nutzen. Und Pro-Tipp an dieser Stelle, wenn du ganz am Anfang schon merkst, die Chemie stimmt gar nicht zwischen euch, ja, dann kannst du auch direkt abbrechen und sagen, hey, du bist zwar eine coole Person, du scheinst eine coole Person zu sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das matcht zwischen uns gar nicht, dann bricht das Date besser ab, ja, bevor du irgendwie die Zeit von dem Gegenüber verschwendest und auch deine Zeit verschwendet, denn am Ende des Tages ist es ja auch dein Date. Fünftens, ein Date ist kein Date, solange du nicht flirtest. Also sieh zu, dass du beim Date auch auf jeden Fall ins Flirten kommst. Denn dein Gegenüber möchte natürlich auch herausfinden, wie attraktiv du ihn findest. Und das kann man am besten, wenn man miteinander flirtet. Stell dir das Flirten am besten wie so eine Sinuskurve vor. Die geht hoch und runter, hoch und runter. Und du hast die Macht, diese Sinuskurve zu steuern. Wann geht's hoch, wann geht's runter? Wann geht's hoch, wann geht's runter? Such Augenkontakt, hör dem Gegenüber zu. Zeig deinem Gegenüber, dass du da bist, im Hier und Jetzt bist. Leute, ich sage euch eins, wenn ihr das trainiert, dann macht das Dating richtig, richtig
Spaß. Denkt dran, Leute, die Vorbereitung für eure ersten Dates, die startet jetzt. Klickt einfach in die Infobox rein, bestellt euch unsere Hautpflegeprodukte und dann werdet ihr euch nicht nur maximal in eurer Haut wohlfühlen, sondern eure Haut wird auch maximal beim ersten Date strahlen. Ich bin mir sicher, dass ihr den einen oder anderen Move des heutigen Videos direkt beim ersten Date umsetzen werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall maximale Erfolge bei euren ersten Dates. Euer Online-Wingman.